Ready, oder? Ja. Wollen wir ein bisschen drüber reden noch? Also, wir Ja, können jetzt trotzdem können über wir die drüber machen. reden. Also wir machen Buns wie im ersten Game. Ja. Buds wie im Ja, würde ersten ich auch Game. sagen. Und dann schauen wir, was die first picken. Und dann können wir eigentlich schon recht adapten. Ja. Was haben die letztes Mal first picked? Mit auf 3 into Double Ban auf jeden Fall sehr, Ne, sehr gut. die haben AD first picked. Ja. Jhin hatten die gefirstpickt, haben wir mit MF geantwortet. Ja. Mit MF geantwortet, ja. Ich fände es cool, wenn wir die. Also, hängt ein bisschen drauf an, natürlich für die Bannen. Aber wenn die Engage Duty, wenn wir da mehr Tools hätten, um ein bisschen geforce gefühlt zu fischen. Also, wenn. Also, ich sehe jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wenn Rokto die Option hat, vielleicht für einen Wukong zu gehen oder so, ich glaube, das würde uns helfen in Ja, unserer das hilft Entscheidungsfindung. uns mehr, einen klaren Engage zu haben. Sehe ich genauso. Und wenn er auf Rokto liegt, hilft das wahrscheinlich doppelt so viel. Ja, können wir auf jeden Fall drauf schauen, ja. Aber müssen wir ja nicht hardforce, nicht, ich wollte es nur. Nee, das ist ein sehr guter Einwand. Wenn ihr euch damit wohler fühlt, dann mache ich das sehr gerne. Ich mache das auch so sehr gerne. Skana, Yasuo, Skana, Yasuo, Ivan. There we go. Ja, Leute, ne? Das Spiel vom Finale. Let's go. Ja. Schöne YouTube-Anmod. Ja, dafür war sie da. Not even kidding. Reihenfolge Yasuo, Ivan, ne? Frag mich, dass die Ivan waren. Ich habe jetzt Ivan schon gefunden. Alles gut, alles gut. Ich würde wahrscheinlich auch nochmal für Six gehen. Ich glaube, es gibt jetzt auch viel Stabilität. Ja, Six ist sehr gut, ja. Und Ich wollte gerade keine Ahnung, sagen. was die Ahri da gemacht hat. Wenn die das macht, wenn ich Six bin, dann habe ich halt den Turret bei Minute 4, ne? Ja, Sie ja, ist ja ja. ohne Prior einfach hochgejoggt Level 2. Ja, ey, ich weiß auch nicht. Das war auch Komplette echt wirklich auf einer Tragödie. anderen. Und dann das halt einfach Aber. noch 6-mal gemacht. Ach, das hat die so oft gemacht. Holy moly. Ja, die ist komplett lost. Leute, was habt ihr denn alle? Könnt ihr Nehmt jetzt euch alle einen aufhören? Kernsaft Ich oder habe so. irgendwie gerade voll Husten, Ey ich muss Leute, auch nicht. ich bin Asthmatiker, wirklich. Es tut mir ehrlich Nee, leid. du hast eine Tut mir Ausrede. auch gerade voll Nicole leid. nicht. Okay, Ja, MF Nicole First. nicht. Dennis, was fühlst du? Wieder S, aber. Ja, dann sei confident. Dein S wird gut. Ja, dann geht es. Was fühlen wir noch? Und Jungle Blind? Ja, sehr wahrscheinlich. Hekarim? Wo habe ich jetzt auch dran gedacht? Ja. Karthus Nunu ist ist nicht auch open, ne? open. Nunu könnten wir auch machen, ne? Ist halt auch. Olaf ist auch einfach super broken. Ne? Ja, Olaf kann Also man dann gegen auch. Nunu würden sie Olaf antworten. Ja, deswegen. Ich glaube, ich gehe lieber Olaf. Ja. Olaf blind? Okay. Ja, wobei, ja, mache ich so. Ich glaube, dass ich das einfach. Kindred kommt, no? Kindred ist nicht so gut in Tohekarim. Nee, into Olaf. Achso, Ist ja. das nicht. Kindred ist gut into Olaf. Jetzt fühlen wir uns. Ja, jetzt. Also, ich würde jetzt nicht diese Wortwahl nutzen. Jetzt verstehe ich deine Worte, meine ich. Aber wir haben eine Front. Das heißt, ich muss ja keine Front spielen. Eine Front. Ich bin keine Front, ich bin bei dem Gegner drin, aber hinten. Das Oho. mit Wukong hat er aber gehört, oder? Meine Güte. Aber bis jetzt ist noch boah, stabil aus. Hey, bei mir hat mit den ganzen nur 0 Sekunden. Ich weiß nicht, lag ich? Turex. Ja. Ich habe genug auf Top mit Engage, was Wukong countert. Nautilus Wir Leona sind sollten halt Support gut picken im hier. Turrakan, ne? Was willst du haben gegen Rakan? Ihr wolltet, dass ich noch eine Runde Jhenna spiele oder Jhenna ist sehr Lulu? gut gegen Rakan und gegen Wukong. Ja, deswegen. Ja. Sag du bitte. Jhenna Ja, dann. Hava gib Java mir Jhenna. Jhenna. Ja, ich habe Jhenna schon eingegeben. Okay, Leute. Wir bannen Jungler. Olaf. Ich würde aber trotzdem auch Cassio bannen, wenn wir Heka haben, no? Also sehe ich jetzt nicht das Problem Ist kein unbedingt. Problem, okay. Nö. Weil die wollen ja voll rein und dann ist Cassio eigentlich nicht so geil für die. Spielt der Wukong Jungle, also jetzt. Er wird Aber wir haben mir einen Bann frei, wir brauchen Kha'Zix. keinen. Wir können Kha'Zix bannen, es ist extrem bad gegen unser Team kommt. Aber gut into Heka.
Sonst können die Lila ja, gehen. Halt, halt die die brauchen AP noch, ne? Ja, an sich schon. Ich weiß nicht, ob Solo-AP reicht, wenn wir jetzt Cassio Ban zum Beispiel. Oder Victor Ban. So. Oh, Victor Ban wäre vielleicht was, ne? Ja. Was hat man gesagt, was der spielt? Ich fand ja, den... Jungle brauchen wir jetzt nicht. Ich finde Kha'Zix Ban lohnt sich nicht. Dafür muss man wirklich gut auf Kha'Zix sein, auch um die Counter-Matchups richtig auszuspielen. Sonst fahrt man sich einen Arsch ab und dann chillt man einfach. War das der Victor-Spieler? Ich habe schon wieder... Die haben alle Victor gespielt. Ich kann gucken hier. Ja, der hat auch... Nee. Nee, das war nicht der Victor-Spieler. Nee, war kein Victor-Spieler. Hoppla. Ja, dann lass... Okay. Du, ich kann jetzt Last nehmen, ne? Weil du pickst, ja. Weil Wukong... Ich hätte Volibear gesagt. Volibear. Was, nur Camille Gallio, maybe? Camille finde ich nicht so gut mit Wukong. Ja, dann das Volibear gehen. Finde ich nice. Also wir haben ja schon Hecarim und Volibear, da ist Gallio auch ziemlich gut mit Notgon. Ja, ich überlege halt Gallio oder Six. Six ja, kann ich schauen, hier halt. Ja, mal schauen. Ich habe halt dann haben wir halt noch mehr Disengage. Aber dann haben wir auch Follow-up. Ja, insane. Oh, ah ja, da war ein Bann. Den wir die ganze Zeit hatten. So. Ken ist nicht so krass into. Ken kann ich der. Ja auch zu Not raus ulten. Wenn der. Was spielt der? Spielt der AD oder AP Ken? AP. Ja, der geht immer AP. Roto Bell. Also, wollt ihr was? Ich denke, Six ist actually best pick, ne? Die haben crazy viel Moshpit-Aktionen, ne? Ja, und Six kann das halt echt gut handeln. Bist du in Six, ja? Aber ja. Die haben auch nicht so wirklich Sustain. Vielleicht doch so, also Poke aber... ist sehr, sehr schlimm für die. Ja, lass mal Six nehmen. Ich glaube, Six ist actually ja, der Einzige, der das hier gut handeln kann, was die da alles reinschmeißen. Obi-Mole, ja, wir dürfen einfach keine... hier, keine... ne? Engen Stellen. Aber actually sind wir insane in engen Stellen. Also ich weiß die auch, aber es kommt einfach nur drauf an, ob wir engagen oder die. Ich würd nicht Ground Crew stellen. Ich glaube, die sind wirklich viel stärker in engen Stellen. Ne? Ich glaube auch, dass die stärker sind. Cannon Flank kommt von hinten mit einer Wukong Uri Ult. Und dann und ja, aber cool, ich bin also Top Lane, am besten ist, wenn wir wissen, wo Wukong ist, dass wir Level 6 Cannon diven. Okay. Also mein Matchup ist halt, wird schlechter, je besser der Cannon ist. Mhm. Aber ich habe schon Kill Pressure auf ihn, wenn er nicht auffasst. Ich muss halt TP gehen, ne? Exhaust ist halt echt useless eigentlich. Dann geht's. Wenn du so gegen Cannon Wukong? Ja, also Cannon sollte eigentlich nicht an mich rankommen. Aber Wukong, yes. Er wird an dich rankommen. Ja. Ein TP, bisschen Flash, bisschen Protobelt. Ja, true. Leute, ich weiß, ich wenn ich Six spiele, aber es ist halt literally best pick hier. Und. Ich nehme einen anderen Skin, weil ich es gewünscht habe. So, jetzt nochmal alle Kräfte sammeln und rein in die Olga. So, alle Kräfte versucht jetzt auf meine Cam nochmal zu sammeln. Mutter heißt von euch Olga. Vielleicht schafft meine Cam sogar noch das Freundinnen. Game. Oder Stiefschwestern. Okay, wir haben wieder Six, ne? Ich würde gerne Harold fokussieren, wenn wir können. Ja. Gerne auch Aston Drake dafür droppen, ne? Das ist insane auf mir. Win Condition ist auf jeden Fall Teamfighten. Unsere Win Condition ist auch Teamfighten, aber wir wollen vorher poken. Also wir wollen eher around Türme spielen. Da sind wir sehr, sehr gut drin. Wir können extrem gut siegen. Ja, die werden wieder engagen. Invaden. Also care. Wo invaden? Ja, weil das ist ja die Frage. Die können den Rakan Invade hier machen, die können den Rakan Invade da machen. Und die können auch einfach so Five-Man jetzt hier gleich reinkommen. Ah, Rakan wird hier stehen. Rakan wird hier stehen, wenn er da so vorne steht. Ist fein. Oder da, ja. Das dürfen die noch nicht, oder? AD mit Fortune. Komm. Wollt ihr nicht? Doch. Ich hab Wait, wurde eh gestartet. Ja. Dann können wir einfach den weg. Kann ich resetten für Mana? Was? Uiuiui, ich starte Wort. Ich hab gute Wort bekommen. Ey, Leute, hier braucht richtig fetten Leash. Er hat eh gestartet. Du bist jetzt eh gestartet? Ja. Uff. Okay.
Let's go, guys. Full Fokus. Goklo, wir sind deine Minions. Ja, ach was, nein. Ihr seid keine Teammates. Natürlich dich, aber die. Desto mehr du gestresst bist, desto. Das ist selber schuld. Ne? Da hast du jetzt selber schuld, mein lieber Freund. Vogel, ey. Persönliches Pech nennt man das. Okay, der hat auch Botzeit gestartet. Ich hol Top Prio. Ori hat Prio. Ich kann, werde ich die Top Prio holen. Wir jungeln uns beide nach oben. Wukong und ich. Der wird Botzeit irgendwo gewardet haben. Aber kein Value Ward eigentlich. Also ich denke mal, die haben Raptors schon Ward, sonst wird der niemals so einen sinnlosen Ward stellen, I guess. Ja, beim Invade wahrscheinlich, ne? Ja, denke ich auch. Aber die Ori ist richtig chunked so, die frisst hier Qs, als wär's echt was Leckeres. Ja, ich kann mitgegangen nach meiner Bosszeit. Ich weiß actually also nicht, ob wir... Bosszeit gewordet, meintest du, ne? Ah, guck mal hier. Jetzt hat die Raptors gewordet, das heißt Bosszeit hat die nur gefällt. Wukong at enemy Raptors. Ah, nee, die Power Farm einfach, to be honest. Ich glaube, wir haben nicht Damage für die. Ich invade. Okay. Unsere Tracking Players. Neutral State Midlane, aber die wird eher pushen können. Das Top Scuttle versuchen zu securen. Okay, wir sehen. Ja, Wukong. Kann ich. Am Blue. Kommen, Wukong ist am Blue. Ori überlegt, ob sie moved, aber. Er hat voll cleared. Er hat alle Botkite Camps und Wölfe gemacht. Ich versuche Top Prior zu holen. Kann ich. Ich hab Mitte Prior. Ich move hier rein. Ich guck für Double Crap. Ja. Also erstmal muss ich die holen. Sei confident, das Game will. Du kannst das richtig gut, also den Champion ist gut hier. Da ist Wukong noch, ist Double Crap. Wie ist Botlane Prior? Das ist Boom, aber die werden jetzt kriegen. Toplane ist low. Okay. Ich gehe für Botcrap. Die sehen, dass ich für Botcrap gehe. Aber ist fein. Weil ich kann sein, dass der Ken Base geht. Ja, Ken hat TP'd. Ich versuche meinen Reset zu nehmen. Mal schauen, ob die bekommen. Ich kann jetzt auch für den Mitte-Gang-Kill gucken. Nee, fahr mal. Achso, also, wenn du nichts hast, dann. Ready? Ich komme. Nice. Ich muss flashen, ja. Sehr nice. Great. Und Lane-Status actually super shitty für sie. Ja, er spielt so weird die Waves den ganzen Tag. Ich glaube, der ist auch müde. Das schon fast alle auf meiner, ne? Die Ruhe wird für Tempo TP'en müssen. Ja, und Wukong ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich Base. Die wollen hier Botlane nur noch die Wave kriegen und danach ist es hier. Da ist Wukong. Die TP'et Mitte nicht, die wird richtig viel verlieren. Ah, jetzt TP'et die doch. Okay. Ich kann hier wieder für Mitte gucken. Oh. Der Wukong will das covern. Ich warte mal. Wo sind die? Ich hab gut getrollt mit meinem W. Also, der Team. Ich bin relativ sicher, dass hier Tour ist, es zu verlieren. Du hast alle Camps abfarmen einfach, mein Junge. Also, Ken hat alle seine Wards benutzt, um mich zu chasen. Ja, der Wukong will Spotside. Der hat da nichts ab außer Drake, ne? Maybe sneaken die gerade Drake mit Rakan und Wukong. Nein, diesen Base. Oder Po? Nee. Oh, ja. Die super low, Ignite. Ich bin auf dem Weg. Wir haben nichts. Ne? Nice. Komm. Können wir den. Ja, das ist worth. Lass mir last hit, bitte. Er wird flashen, er wird maybe weh flip. Ich hätte weggehen sollen. Oh, nach dieser last hit call, der hat uns jetzt gefickt. Happens. Ich bin pretty sure, dass das Wolf war, weil Rakan beide killt. Wie sieht's aus mit Harriet? Weiß nicht. Ich verliere nichts auf Bot, weil wir. Ich TP Tempo für Mitte für Tempo. Scheiß auf, was Wolf war oder nicht. Können wir jetzt hier hinsammeln. Ich kann Mitte freezen. Ich bin 6. Ja. Er hält halt seine Range recht gut, dagegen kann ich leider nicht viel machen.
Ah, oh bis Even says. So, even nice. Ja, ich werde hier Basen und Topset gehen. Ocean Drake ist so huge auch. Nicht mehr so wie früher, aber immer noch lecker. Ja, sorry, ich hätte einfach move müssen. Ich glaube, es war Action in my bed. Ja, und haben die den jetzt eingesetzt? Rakan ist geflasht. Trybush ist er wahrscheinlich geworden. Also Midlane, Flash und Skat sollten wir wahrscheinlich jetzt punishen. Ja, ich werde noch Blue-Dings nehmen. MF ist auf jeden Fall geflasht eben. Okay. Wenn ich hier gleich Bot bin, habe ich auch Ulda. Ich guck für Krabbe und dann schaue ich, ob ich irgendwo ganken kann. Ich bin dann 6. Also Midlane sollte, denke ich, free sein. Bist du fein, Bot? Sieht das hier aus? Können wir das hier machen? Ich bin auf dem Weg. Ich move hinten rum, ja. Hier auf mich rauf. Ich move hinten rum. Wukong ist auch da. Hier ist Ori. Ich habe eventuell einen Solo-Kill, ich weiß nicht, ob ich dafür gehen soll. Nicht. Flash auf Cannon, oder? Nee. Du brauchst den Blue, ne? Achso, ja. Sorry. Oh Gott. Ich guck für Mitte jetzt. Die hat keinen Flash, ich hab Ult, die ist dead eigentlich. Wenn die hier keine Vision hat. Okay. Guck mal hier. Ja, okay. Die da ist Wukong. die Botlane moved. Schön abdeckt. Nice. Botlane moved. Vorsicht. Dauert noch ein bisschen was. Rakan ist great. Nice, schöne Lösung, Mann. Okay. Können wir Herald? Ich will den gerade hier richtig. Du musst bitte aufpassen. Ja, nee, ich bin 6, ich bin Giga. Das ist gut, mega gut für uns. Wir kriegen ja Bot push endlich. Den kannst du gleich haben. Ken könnte zu euch kommen. Hat kein AP, aber hat Ultimate ab. Also nice, recht guten Farm dafür, dass sich das Matchup so gammelig ist. Das Ding ist so ein bisschen, dass der... Wie sieht's aus mit einem möglichen Harry? Drake ist in so einer Recondition. Hast du unten? Ja. I'm dead. Bin ich. Schade. Oh, ich kriege hier Topside und dann kann sie ich... hat jetzt aber noch gehielt. Das hast du gut nicht gespielt, das war einfach my bad. Ich hab Mana Moon. Oh ja, durchgepusht. Ich bin pretty strong. Ah, ich flash raus. Wo kommt top? Okay. Der dürfte eigentlich noch keine Ult haben, ich oder? Ich komme, der hat noch keine Ult ab. Ich bin ich da. Ich können wir das turnen? Ori kann vor mir top sein. Können wir nicht. Also. Okay. Ich weiß actually nicht, wo Ori ist. Oh my bad. Ja, mein Stun hat nicht connected auf Wukong, den können wir da nicht viel machen. Ich move hoch gegen Dive, ne? Ja. Ja, Ori wird da sein, safe. Ori hat Ult ab, Wukong nicht. Wukong kann gleich wieder Ult. Ich komme auch out of base, kein Flash, der Wukong meint ja auch. Ah, es wird zu risky, to be honest. Ich bin on my way. Ich hab jetzt deinen Rücken. Drake spawnen 53, wir sollten dafür spielen. Dann soll ich hier den kennen. Ich hab hier auch einen. Ja. Weiß nicht, wie weit der rausgelaufen ist, ne? Geh hier auch nochmal schnell base und nochmal Boards erklären für den Drake. Ich lauf mal Richtung Mitte. Ja, mach mal. Kennen kein TP? Kennen kein TP? Dann scheiß auf Herald, lass für Plating gehen, oder? Können wir Drake droppen für Herald und. Gehen für Drake. You sure? Oder? Obwohl, ja, nee, lass Herald nehmen, wir sind 6. Lass Gold nehmen. Okay. Können wir aber versuchen, den Drake zu deny, weil Wukong ist eigentlich nicht so gut gerade, also nicht so stark, meine ich. Also wir halt warden und einfach schauen, ob wir reagieren können. Wenn wir eine Ward haben und die denken, dass wir keine. Ah ne, nevermind, das wird nicht passieren. Helf mir, die Bot wird kommen. Oh, Ken ist hier. Ey. Ich dachte, Ken hat kein TP. Okay. Hast du den Top Turret? Nee. Aber ich hab den auch ohne Herald soon, wenn der Ken moved. Wir haben noch 3 Minuten für Plates, also wir müssen da jetzt noch nicht hetzen gerade. Ja.
Ja, aber ich nehme hier den Topside-Jung und dann kann ich. Ich gebe es. Eigentlich auch Mitte breaken mit Six. Ne? Ja, und versucht mit der Mid-Prior auch einfach kurz top zu laufen, weil eine W und der Turm ist down. Ja. Ja, ne, dann, nicht ganz, ne? Also nur ja, ich hab demolished. Also, wenn du hochläufst, muss er keinen sowieso respecten. Okay. Ja, dann lass jetzt Mitte gehen, da ein Play machen. Die hat wieder Flasher. Ja. Aber ich hab. Also, die. Nice. Nice Bot. Schönes Ding. Wir wissen nicht, wo Wukong ist. Doch, er war Botzeit. Okay. Und ist in seine Botzeit gelaufen. Ist die Misswort schon gerade geflasht? Yes. Ich bin on my way mit dir. Ja. Gibt keine Vision auf mir. Gibt 20 Ult ab. Ich habe halt Loon Power Spike. Ich glaube, die hat einfach Schiss von mir. To be honest. Sonst können wir Toplane hier diven, ne? Ja, ja, ich muss. Ja, können wir auch. Oh, Wukong oben. Ich bin on the way. So, hab leider das Schild nicht bekommen. Du kannst rein. Ken keine Ulti, ja, Wukong ja. Keine Ulti. Also Wukong hat jetzt noch eine zweite Ulti. Boah. Wow. Okay, Ken kein Flash. Machen wir, ne? Du hast Ulti, ne? Really? Ich hab TP. Ach, fucking hell, ey. Ja, hab ich gar nicht gespannt. Willst du hier hoch TP'n oder? Also wahrscheinlich. Kannst du dich healen? Also du hast ja Red Buff, ne? Chill einfach. Ja, ich heile halt Red durch Rapper. Ja, ich komme. Ich bin schnell genug. Ja. Okay. Wir verdienen aber hol ich wieder Mitte. Ja. Probier den zu treffen, ich glaube das da. Ah ne, wir kriegen ihn nicht. Okay. Ich setz hier Herald, TP Mitte. Den kriegen wir noch Sinn. Oh fuck, Alter. Wald. Hat Uri irgendwelche Sums benutzt? Nee, ne? Nee. What is missing? Rakan könnte roam gehen. Ich glaube, Ken war eben aber bei mir geflasht. Die können halt jetzt, ja, Ken hat geflasht. Die werden Botlane in die Mitte schicken, wahrscheinlich. Oh, ich habe keine Ulti. Botlane hat Bot gestayed. Wukong Bot. Ich hab Ulti in 3. Oh, Wukong noch. Keine Ultimate, also können wir leider nicht greifen. Gut Job. Boah, stark. Wukong hat keinen Flash. Können wir hier den Wukong punishen? Also nicht hier. Wukong ist geflasht. Ist sehr schwierig. Er hat Ultimate wieder. 5 auf E. Hat Ori Flash? Ja, hat sie. Ja, der Ken hat kein Flash. Ken ist Base gegangen. Botlane hier. Die kommen alle Mitte. Wenn ich jetzt hier gleich Base habe, ich Sandra, dann bin ich stark. Ich gehe auch mal Base. Ich freeze Spotlane. Ah, die Wave wurde hittet von meiner Ult. Kann ich freezen. Okay. Ich kann das solo halten. Gegen LFRK, I guess. Wir müssen nur sagen, ob Rakan Flash hat. Die wollen Mitte eventuell diven. Heka sofort Mitte. Ja, und Moment. Wir sind noch 4 Mann. Ja, ich glaube, die Wave ist weg, Ich glaube literally nicht, dass sie das spielen können. Ich geh Bot. Oh, wo kommt die von Jenna? Ult? Nee, ich hab keine Ult hier. Können wir killen, können wir killen. Ich hab keine Ehre. Ja, das ist mega worth. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ey, Six hat einen Double Buff, Leute, die können jetzt erstmal das Game. Ja, ich glaube, die Ori hat auch geultet gerade, wenn ich mich nicht verguckt hab. Ich glaub, du hast dich verguckt. Ich bin so. Kann ich hier? Ja, der Ward Clean. Oh, ich bin fein. Okay, wie sieht es mit Drake aus? 30. Müssen wir contesten, aber ich bin useless. Kein Flash. Erstmal. Immer noch nicht und du dürfte auch keine Ulti haben jetzt gleich zum Drake, oder? Kann ich den kennen? Ja, klar. Danke. Aber hier ist die ganze Zeit Vision Fight, also ich weiß nicht, ob die hier noch haben. Der Ken wird hier halt Ken gleich langlaufen. Jetzt, Ken moved jetzt. Können wir einen Play. Oh, DMF, DMF! Ihr seid da alleine, Guys. Ich bin halt auch useless leider noch. Ja, DMF Ken ist super chunked. Ken kommt von oben. Rakan hat geultet. Rakan hat geultet, also MF super chunked. Ja, wir können das super delayen. Mit 6. Wukong kommt von. Wukong ist da drin. Bait ist vielleicht ein bisschen. Okay. Ich bin Bot.
Ja, gib mir einfach ein bisschen Vision und so und ich mach so ein paar Sachen. Hier gegen Ken zu stehen ist super, super schwierig, ne? Aber der hat auch kein Flash. Ulte mal den Dragon. Machen den 3K. Ich hab Top Turret, also wir trainen auf jeden Fall Objective. Außer Ken. Oh, so close, Mann. Ich hab Ult in 5. Bist du fein gegen die Ori? Long Run bin ich top da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Oh. Predict den Flash, okay. Ich nehme oben den Turm. Ja. Wo komme ich hier auf Wölfen? Ich habe auch meinen Turbo Camp Tank. Können wir Herald hier nehmen? Ja, sollten wir. Und dann Mitte cracken. Können wir nicht, können wir nicht. Aber ich werfe auf Space dahin laufen. Ich glaube nicht, dass wir da können. Was? Der Cannon ist gerade noch Botside, ne? Der ist hier alleine. Der Nee, der ist nicht. Der Cannon ist Mitte. Ja, aber Botside war Mitte. Gut. Das hilft dir. Ich hab super viel Gold. Ich weiß nicht, ob wir den Herald überhaupt fighten können, to be honest. Ich hab gerade wegen. Ja, dann halt nicht. Ich dachte gerade, wir hätten ein Window. Vielleicht hatten wir das auch. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen zu viel Schiss. Game zu Also, du gehst auch Horizon Focus, ne, mit 6. Kommt das Game an, aber. Ja, so wurden jetzt auch nicht schlecht, Action. Ja, ist super hard to play, Action, das Game. Aber ja, wahrscheinlich. Ist Horizon best. Sind alle top? Okay, Ori. Ja, ich glaube, ich werde einfach probieren, irgendwie auf der Sidelane jetzt Leute mal abzuholen. Ja, ich könnte auch zum Beispiel. Hast du TP? Nee, ne? Nee, 30. Das Ding ist. Ich fühle mich halt mega strong. Aber die. Also legit, wie wir spielen, ist, wir catchen eine Person und ballern alles drauf und laufen dann erstmal weg. Ja. Zum Beispiel, wenn wir da Ken reingeht, müssen halt unnormal aufpassen wegen seinem Flank. Also Jenna muss alles dafür geben, dass Wukong und Ken nicht flanken können. Mhm. Oder halt im Flank dann rausgekickt werden. Und dass wir halt nicht gesandwiched werden, ist sehr, sehr wichtig. Deswegen ist der Midlane-Turret zu halten das Wichtigste, was es gibt. Ja. Ah ja, ich glaube, wir droppen gerade den Midlane-Turm, ne? Sollten wir nicht, ne? Gehst du also, hin? Also, es kann sein, dass die diese Enemies sollten resetten. Und dann, damit sie da wenigstens den Herald benutzen für Midlane-Turret. Ich bin jetzt auch in der Nähe. Also, ich probiere jetzt, wenn die Ori, die nimmt jetzt ja die ganze Zeit Sidelanes an. Ich kann die da eigentlich mit einem anderen immer gut töten, denke ich. Ja. Ist ein bisschen die Frage, wie wollen wir Dennis dann machen? Gerade catch Dennis Sidewaves solo, ja, ne? Ja, ich fahre mal Bot. Ich muss noch ein bisschen fahren, bis ich Second Item habe, dann kann ich mitspielen. Ist völlig fein. Ich kann Midlane halt wirklich 1 vs. 2 oder 1 vs. 3 oder halt von mir aus auch mit. Ja, mit Jenna. Mit Jenna kannst du alle deffen eigentlich. Ja, so, solange wir Vision haben. Ja. Und das Ziel ist dann, sobald wir sehen, wo die flanken, wollen wir auf den Flank gehen, okay? Wir wollen immer auf den Flank kollapsen. Okay. Ich anpause. Ich gehe hier zum Base und Bot sein. Ich spiele halt die Fights extrem wie Zoning, ne? Also ich bin nicht immer auf den Tool, wo ihr seid, aber ich hab ein Auge drauf. Midlane. 700 Gold, dann habe ich. Dann kann ich spielen. Die haben ein bisschen Tempo gedroppt für den Versuch da gerade, ne? Ja. Tori ist noch Bot. Also, wann bist du in Old Range? Ich bin in Old Range. Ori fehlt, Ori könnte gerade hier von hinten. Die haben Ken Wave jetzt mit. Ich bin wieder Bot Wave an, guys. Kann ich sagen, ja. Ori. Ich halt überall in den ganzen Büschen hier sind Kings, ich kann die halt nicht kreieren, ne? Die Ori scheint bei uns zu sein. Ja, Moment, die ist Bot. Ich werde mich runter jungeln und gucken, ob wir die Ori kriegen. Nee, ich bin fertig. Ich muss mich weiter. Okay. Ich komm jetzt runter. 400 Gold. I need just need 400 Gold, guys. Ken top. Ihr habt das da Mitte, ne? Ich hab das mit Warte, da könnte Warded sein. Ja. Ich hab auch TP ab. Wir kommen hier mit Herald, Mitte. Ja. Jetzt, dann müssen wir jetzt drauf. Ja. Ah, das andere, ja. Du bist aufgewachsen, Wukong kommt. Ja. Wukong ist Bot, ich hab Exhaust, ich hab Exhaust. Okay, ich TP. Gehen wir da rauf. Stark. Okay. MF kennen die mal um. Ja, ja, der hat aber nicht. Ich habe jetzt keine Ulti mehr, ne? Ja, ja. Das war super gut, finde ich. Die greifen mir also. Keine Ahnung, was die machen. Ja. Hier MF vielleicht?
Ja, die hat keine Ahnung. Ich hab immer noch mein Turbo Camp Tank. Ich hab hier, ich hab. Können wir? Ich bin auch da. Kein. Der hat keinen Schatten. Warte, wie das heißt. Clone. Warte, jetzt ab. Ja. Top-Lane Turret ist down. Soll ich hinziehen? Nee, ich geh weg. Wir sollten Pop-Lane Turret hier bekommen. Nimmst du mit? Und Vision. Ja, ich geh mit. Ori könnte halt schon wieder hier sein, ne? Ich kann den nicht erinnern. Ja, ich bin da. Ja, aber Ori ist nicht gefährlich für dich. Wenn sie das defft, dann bin ich da. Okay, sie ist hier. Sie hat gecheckt mit Ball. Du musst aufpassen, hinten, falls hinten Ward ist, ich schaue die ganze Zeit, ob Ken da TP'en möchte. Ja. Also ich glaube, die haben Full Reset. Ein bisschen die auf dir gleich schon. Nee, da hinten könnte auch keiner sein. Ich hab die ganze Zeit gepusht. Ich hab jetzt Divine, guys. Okay, nein. Du buff? Ja. Okay, muss danach, eine Minute Drake. Ich muss danach hier meinen Reset nehmen. Wir haben die Mitte bekommen, Harold, ja, ne? Ja, ja. Ja, ja, die haben Harold. Okay, guys, ich habe jetzt zwei Items, mein Muramana ist sick. I think I can fight now. Naja, du musst. Ihr müsst erstmal alle zusammen Mitte. Wir müssen erstmal gucken. Ich hab Ryzen up, ich bin. Und ich push Sport top und dann gehe ich Base nach dieser Wave. Also wir haben insane Power Spikes gerade, ne? Können wir komplett über Midlane Prime einfach reinlaufen? Probably. Ja, müssen. Also ich gehe jetzt in den River, nehme die Pflanze mich da. Okay. Wir sind hier oder hier? 20 auf Drake. Kann super chillig über den River. Wie gesagt, Leute, wir wollen den Flank fokussen. Es ist richtig schwer. Ja, ich mach hier. Hier ist warded, im Busch, hier ist warded. Hier. Ich hab eine Rakan zu Rakan. Rakan. Ich ulti. Der Wave kriegt eine Ulti in den Arsch. Ich bin auch noch nice, drin. Schön. Nice, einfach kennen, wir gewinnen. Wir gewinnen. Kein Flash. Ich hab immer noch meinen Camp-Tank, Nice. Get fucked, Alter! Nice, Junge. Ich mach Drake. Schön. Genau, super. Einfach auf den Flank. Sobald die engagen wollen, einfach darauf. Wir können nichts dagegen machen. Perfekt. Also unsere Win-Condition ist, dass die Enemies engagen. Also hoffen wir, dass die Fight suchen, Leute. Dass sie ein paar Rocklos im Team haben. Oh, schönst du. Great. Haben die ein TP hierfür? Könnte sein, aber die haben kein Flash, kein Ultimate. Von beiden. Geil. Okay. Alles klar, gut job. Kennen ist geflasht, guys. Der hat kein Flash Engagement. Der Rakan ist auch, meine ich, geflasht. Ja, ist ja 100 Pro. Ja. Ich hab den dann. Wukong ist auch geflasht. Wie spielen wir den Nash jetzt aus? Ich bin Sideline. Ihr müsst groupen. Also wenn Six confident ist und wir sehen, Ori auf Side, kann Ezreal immer gegen Ori gehen. Yes. Ja, ich gehe einfach gegen Ken, Leute. Ich gehe einfach gegen Ken und dann guckt die erstmal Mitte, sonst kann Ezreal auf jeden Fall Sideline gehen. Ding ist wirklich, ich poke die so hart, wir können einfach Mitte gehen. Wenn ich die Jenna hinter mir habe, dann ist scheißegal, wer Sideline geht nach einer Sekunde. Ich kann die halt auch poken, ne? Oh, die flanken. Schön. Komm, ich wäre... Ich move. Wukong ist dead. Wir können noch fighten. Hier. Ich hab Ult in 5. Oh, schön! Ja, nice, guys! Let's go, Alter. Ja. Ich komm da sogar noch ran, ne? Ja, wir chasen. Du kannst Base und noch TP'en, John. Was? Okay, TP doch hier nicht! Sorry. Okay. Ja. Ich hoffe, du bist low. Ich bin low, aber ich glaube, das passt schon. Bei dir ist nicht so schlimm, weil du musst ja nicht so weit vorne stehen wie ich schon. Ja. Also wird schön, ich dash da über die Wand und die macht erstmal so den Red Buff fertig. Ich will hier engagen, ganz schnell. Kann er keine E. Ready? Kommen wir nicht ran? Bin drin. Nice, guys. Wir können finishen dann jetzt. Können wir? Sure. Können wir. Du gehst Base und TP's. Okay. Dann bist du voller. Aber können wir trotzdem? Ja. Ich schau einfach so ein bisschen. Oh mein Gott. Aber ich hab jetzt. Einfach einmal den Turret angreifen. Rechter Turret erstmal. Kann ich dir jetzt aber nicht helfen, wenn du da lang bist. Ja, ne, aber wir können, wir können. Ja, wir können. Wir können finishen, nice. Schönes. Ich hab die Ori. Ja. GG, ja, guys. Nice. Go, end. Leute, first kill. Let's go. Let's go, Alter. GG.
Warum bist du bei Spin immer weg? Ich hätte nicht schlafen können, wenn wir verloren hätten. Oh. Same, Alter. Nice. Holy shit. Oh, sehr schön. God fucking bless, ey. GG, Johnny, wirklich. Great, great. GG. Nice 6 pick, nice 6 call. Oh. Mir wurde gerade geschrieben, euer Kollege Rocklo sollte mal seine Szene wechseln. Falls ja, ich hatte meine Szene 6 Minuten lang nicht geändert. Ja, das wurde mir auch geschrieben. Und das Ding ist halt auch, ich hab ja auch meine fucking Alerts gemutet. Alles war vorbei. Und deswegen, ich hab auch nicht den Chat, ich hatte den Chat auch ausgeblendet. Eieieiei. Oh, nice. Wirklich leid. Aber ich muss sagen, die ersten 6 Minuten waren auch richtig Pain. Also, es waren die ersten 15 Minuten kompletter Pain für mich. Aber dass sie den Wukong Jungle flexen, war sehr, sehr gut von denen. Ja. Nice. Ich bin so happy. Nice, Sven. Glücklich. Nice, ja, wie gesagt, Leute, Defend Win Condition, unsere Win Condition, dass sie engagen, dann engagen die und verlieren einfach das Game. Unlucky Match. Ja, das war crazy, dieser auf einmal der Schalter so umgelegt, ne? Und dann auf einmal Game gewonnen. Crazy, wie schnell das jetzt ging, ne? Ja. Oh. So, der eine Fight, wo Johnny Quadra bekommen hat, da war over eigentlich. Ja. Als der Rakan geflasht hat, aber noch in mein W gedroppt war, das war so richtig cringe für die. So am F steht so da hinten. Einfach gute Gamesets, das fand ich so richtig nice. Das hat sich gut angefühlt. Ja, mach schon ein Six hier. Ja, ich werde, auf YouTube wird wieder geflammt werden. Oh, Six ist so kacke. Mm. Ja, noch mal Champions, wie wär's? Mm. Spür ich jetzt schon. Oh. War geil, fertig, ne? Das hat so Bock gemacht. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Wir sind in unserem Bracket fertig. Ja. I don't know, ob wir jetzt noch gegen den Sieger sind. Wir warten einfach noch kurz, okay? Also, wenn das noch ein Best of 3 ist, dann cringe ich. Dann das ja, das wäre echt. Alter, ich muss sagen, mein Brain ist einfach so giga dann. Ich kann nicht mir vorstellen, wir haben 7 aufgestanden. Warte mal. Das 512er Bracket wurde gar nicht bespielt. Wait, what? Da sind gar keine Teams eingetragen. Spielen die jetzt noch in 512er Bracket oder was? Dann ist aber FF. Nee, da steht ja auch, bei deren Stream steht auch Finale. Also es ist halt, wir haben. Also hatten wir Glück, dass wir überhaupt beim Turnier teilnehmen konnten, oder was? Ja. Lol. Holy fuck. Ja, weil ich hab extra auf 14:30 Instant Check-In am Freitag oder Samstag. Ah, Fee, du bist eine geile Sau. Ah, du bist einfach Maschine. So gut. Ja, ey, Leute, das komm. Das wolltest du doch jetzt nochmal hören, ne? Komm, dankeschön. Da bade ich heute drin. Da mache ich einen Clip und den auf Loop und dann ist in Ordnung. Das hat so Bock gemacht, Mann. Ja, das war ja, richtig geil. So richtig Flashback zu dieser 4PA Go for Leute Zeit, Mann. Ja, Turniere Spam ist geil. So ganzen Samstag, Sonntag oder ein Sonntag im Finale bei 1-1 schwitzt man sich das Leben raus, wenn man sich denkt, habe ich jetzt 14 Stunden meines Lebens gewastet, Alter. Ja, richtig, ich bin richtig happy. Ich war auch, das hat so Spaß gemacht auch, muss ich sagen. Ja. Also, dass ihr einfach alle, ich fand, ihr habt alle richtig gut gespielt und ihr habt mir auch echt ziemlich viel Vertrauen geschenkt. Was möchte ich noch mehr, ehrlich? War echt nice, Calls gemacht, der Shotcall war ziemlich Bock. Also, ja. Mein Chat war die ganze Zeit voll, oh, so machen das also Profispieler. Man merkt, der ist ein Profi. Nein, aber ein Profi am Werk. Also, ich glaube, du hast dir viele neue Fans gemacht und das auch verdient, Mann. Also, es war richtig, richtig schön. Ich hab den Chat auch voll noch offen gehabt und die dann immer so, wie heißt du, der ist doch Pro. So, hat der überhaupt schon ein neues Team? Ja, und dann auch, auf einmal gab es so voll die krasse Diskussion. Kann mal einer gucken, ob Brocklo Vertrag hat, weil das ist ja gegen die Regel. Ja, genau, und das Ding ist halt, ich hab keinen Vertrag bei Riot, weil der ist ja abgelaufen erstmal. Jo. Und da muss man den ja erst renewen. Ab dem 19. musste das Roster ja für die Prime League erst eingereicht werden. Ja. Das heißt, zwischen dem 15.11. und dem 19.12. kann ich solche Turniere spielen. Geil. Dann setze ich mich weiter hinten auf den RP-Zug gerne drauf. Ne? Schreibt mir gerne, wenn. Ey, Guys, ich muss leider gehen. Ich wollte mich wirklich bedanken. Es war wirklich super nice. Also, hat richtig Bock gemacht, Mann. Super, super nice. Auch. Ja, danke für diese gerne wieder, Experience. Mann. Ich verabschiede mich dann, ne? Ja. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder oder so. Ne? Ja, ich will es schwörfen, ne? Und irgendwann sieht man dich ja auch in den Finalen der nationalen Liga, also können wir. I hope. Okay, ey, wirklich Liebe geht raus, ne? Ich habe euch passt auf. Hau rein, Mann. Danke für die User disconnected from your channel. Donny, kann ich dir eine Frage stellen? Ja, gerne auch was. Wie hoch ist die Möglichkeit, dass man dich trotzdem nächstes Jahr in der Prime League irgendwann sieht? Sehr gering. Achso, nächstes Jahr, ne? Ja, nächstes Jahr. Weil du bist ja Fulltime-Influencer, das heißt ja, du kannst ja angefragt werden. Okay, für was meinst du jetzt? Einfach in der Prime League. So, also, ob du jetzt da dann castest, Analyst bist.
Also, ich glaube, so offen kann ich sogar sein. Also, das Ding ist quasi, dass die Springs wird sehr unwahrscheinlich. Auch einfach, weil ich nicht finde, dass es guter so gut ist. Wenn man quasi was abgibt, wovon man das Gesicht war, dann ist es ja auch so ein bisschen Brandbuilding für die nächste Person. Und wenn ich dann alle 2 Wochen so, oh, ich bin wieder da, Jungs, hallo, seid super lame. Generell brauche ich auch einfach die Pause. Und mein Deal mit Freaks ist quasi, dass ich mich so 1.6. oder so setzen wir uns an den Tisch und überlegen, also ich werde nicht immer Fulltime-Influencer bleiben. Das ist recht wahrscheinlich. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich die Aufgaben, die ich für die Prime hinter der Kamera übernommen habe, vielleicht wieder übernehme oder für ein anderes Projekt. Das hängt ein bisschen davon ab, wo auch die Prime League dann steht. Und generell geht halt immer, das habe ich auch den Jungs gesagt, das weiß auch jeder, wenn jetzt ein Bart krank ist oder so, oder wenn ein Caster nicht kann, dann springe ich immer ein. Ne? Also das ist gar kein Ding. Aber fest eingeplant, eher gar nicht. Vielleicht mal für ein Segment, das kann ich mir vorstellen, sowas eher. Und dann, ganz ehrlich, mit Maxim zu casten, würde ich sogar for free machen, weißt du, das ist einfach eines der geilsten Hobbys, die man haben kann. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann wieder dahin zurückgeht. Ja, nice, freut mich zu hören. Danke für deine ausführliche Antwort. Ja, gerne, ne? Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man dich da immer noch sieht, weißt du? Ja, Weil du, hör mal, vielleicht, es wird ja. mir keiner über die Stirn bieten, kann ich dir sagen. Also Ja, Bart ist einfach, ich. Bart ist ja einfach Bart ein ist ein. anderer Typ So ist von es. Moderator. Ich bin gespannt, ob ihr euch auch so lieben lernt wie wir. Safe, aber halt der wird mich halt nicht beleidigen wie du. Also ich weiß nicht, ob Ich das was Positives oder Negatives ist, aber ich konnte so sag mal, er hat nicht. sehr ein ausführliches Briefing bekommen. Mit Ja, Vorschlägen. also bei Rocklo, da musst du immer, immer reintreten, Immer rein wirklich. in die Masse. Ja, wirklich, einfach, nimm deinen Fuß, tritt rein, in der Armbrust, tritt nochmal rein. Oh Mann, ey. Ey, wir haben einfach ein Turnier gewonnen, Leute. Ja, Das ist super nice. insane. Hat irgendwer von euch jetzt so viel Sitzfleisch, dass er noch weiterzockt? Ja, natürlich. Ich würde noch weiter zocken, Ich will actually. jetzt erstmal den Stream neu Sehr starten. wahrscheinlich. Insane. Same. Ja gut, gestern habe ich alle zu viel geschickt, ne? Dann heute ist Rocklo-Time. Ich wünsche euch was. Es war mir ein Jo, bis absolutes dann. Fest. Es war richtig geil. Und Auf jeden wenn ihr Fall. nochmal irgendwie ein Turnier seht, haut mich gerne an, ne? Machen wir so. Würdest du Machen drei wir so. Minuten warten, weil dann restarte ich kurz meinen Stream? Na, klar, Brudi. Ja, dann Nächstes. sind nur noch 4, 5 Klar, Minuten noch, wenn du Brudi. Stream Nee, redest, nee, weil. ich muss eh. Also wenn ich jetzt mit raide, muss ich eh 3 Minuten warten. Also all gut. Ah, okay. Also, all gut. Aber Start fix neu. Dann, Okay. ich wünsche euch was, ne? Danke Ich für die wünsche euch Games, was. War Leute. richtig cool, Auf Mann. jeden Fall. Hat Hat Spaß mega gemacht, auf Fun jeden Wirklich, Fall. wirklich. Nächstes Mal darfst du auch Champion spielen, die dir Spaß macht. Ich durfte, glaube ich, während des Turniers einmal Nami spielen. Ja. Ich glaube auch. Ja, also ich habe jetzt den Spiel gestoppt, 3 Minuten, Ja, dann kann ich hier dank gerade euch starten. konnte ich ja mein Championpool erweitern. Kappa, ne? Okay. Fühle ich. Ja, gerne, Fühle ich. ne? Kein Problem, Bis dann, Lilana. mein Lieben, Bis ne? dann. Hat Spaß gemacht. Tschüssi. Tschüss. Jo, ciao. Disconnected. So, Leute, das kommt jetzt hier natürlich auch auf den zweiten Kanal, deswegen noch ein bisschen was an euch. Dieser Samstag-Sonntag ist ziemlich genau auch eine Blaupause dafür, was nicht möglich war, als ich nicht Fulltime-Influencer war. Ich will mich nicht beschweren, die Gesicht der Prime League zu sein, alles drumherum war insane geil und ich habe alles davon absichtlich gemacht, das muss ich immer wieder sagen, weil sonst sagen Leute, ja, warum hast du das denn gemacht? Das will ich gar nicht sagen. Aber es wäre undenkbar gewesen, dass ich Samstag, Sonntag hintereinander, ich glaube, ich habe gestern 9 Stunden gestreamt und heute bin ich seit 11 dran, jetzt ist 8:30, also auch 9:30. Crazy, Mann, 9:30. Das wäre nicht möglich gewesen. Und das ist einer der Dinge, die ich gerne wieder machen wollte. Ich habe viele Trends verpasst, ich habe viele, viele Spiele verpasst. Das waren alles Dinge, die schlecht für meine Reichweite waren. Aber das hier, zusammen zocken, ein Turnier grinden, das ist der Teil von League of Legends, den ich liebe. Die Games heute waren, und auch die Games gestern waren Zucker. Und ich bin übermal, ich bin heute vor 13,5 Stunden aufgestanden und habe Premade geschnitten, damit es auf den Hauptkanal kommen kann. Aber das gibt so viel. Und das macht mir so viel Spaß, dass es wieder mal ein Moment ist, wo ich mich unglaublich darin bestärkt fühle, Influencer zu sein. Und ja, auf dem Zweitkanal ist immer wieder eine große Diskussion darüber, ob ich Kommentare anlasse oder nicht. Und ich habe immer das Meme verstanden des Champion Pools und auch die berechtigte Kritik daran. Aber
Es wäre mir persönlich auch ein Anliegen, wenn wir das jetzt mit diesem Influencer-Dasein auch beerdigen könnten. Weil der Grund, warum ich bei Spin sowas wie Cho'Gath oder sowas spiele, liegt daran, dass es Situationen gibt, wo ich Blindpick Midlane spiele, damit Tim den Counterpick hat. Und ich dann auf Champions defaulten muss, die gute Matchups in den Set Flexpick haben und gleichzeitig Prio up Level 2. It's fucking hard. Ich habe wirklich richtig viele Champions trainiert, aber ich spiele Kasadin und Spin tiltet aus dem Leben, weil ich nicht Prior Up Level 1 habe. Der Viable Champion Pool ist fucking gering, den ich spielen kann in der Art und Weise, wie Spin funktioniert. Und dass dann in Competitive Matches es oft auf sowas wie Six hinausläuft, liegt auch daran, und sowas zu sagen ist immer tricky, weil dann für Nine immer alle cocky, aber mein Six ist fucking clean. Und wenn ich hier die Möglichkeit habe, mit einem Six ein Turnier zu gewinnen, dann werde ich immer Six picken. Natürlich wäre es jetzt vielleicht sinnvoller, dass ich sage, oh, die habe ich auch schon dreimal gespielt, aber ist schlecht für YouTube. Aber am Ende bin ich halt einfach competitive. Und ich habe gemerkt, mit Anivia carry ich diese Games nicht. Ich habe keins der Games heute gecarried, außer die Six Games. Warum sollte ich nicht Six spielen? Wenn ihr Six nicht sehen wollt, dann ist das schade. Aber ja. Und es wird Situationen, ich hoffe, dass wir bei Spin in die Rolle reinkommen, wo wir Jungle blind picken und wo ich Counterpick habe und dann kann ich meinen Champion Pool aufmachen, aber mich persönlich fuckt es extremst ab, dieses Meme zu hören, nachdem wir bei Spin gescrimmt haben, ich Cassio, Sylas last picked habe, dann blind picken muss und dann alle sagen, ah, warum spielt er denn Cho'Gath? Ich spiele Cho nicht, weil es ein geiler Champion ist. Ich spiele Cho, weil es das Beste ist, was ich picken kann. Aber das heute hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das war jetzt sehr, sehr viele Videos. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die angekommen sind, aber ich werde natürlich alle hochladen. Liebe geht raus an die Leute, mit denen ich gezockt habe. Es war ein Traum, Rocklos. Ein fucking guter Caller, Mann. Es hat richtig Spaß gemacht zu sehen, wie viel Ahnung wir haben. Selbst ein Phil, der sonst immer callt, wenn ich es mitkriege, hat hier, glaube ich, selber nochmal was mitgenommen. Und ja, es war richtig, richtig geil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liebe geht raus. Bleibt gesund. Und wow, wenn ich das hier hochlade, ist vielleicht schon Weihnachten oder sowas.